4 Jahre Unterstufe, wie geht's jetzt weiter? Ist die Oberstufe der richtige Weg für dich? Wir haben Schülerinnen und Schüler interviewt, die dann genau diese Fragen beantwortet haben, die du dir vielleicht auch stellst. Ist es anders in der Oberstufe als in den ersten 4 Jahren? Es ist auf jeden Fall anders, aber der Hauptunterschied ist einfach, dass man wirklich auf die Matura hinarbeitet und dadurch auch ein bisschen mehr Druck von den Lehrern kriegt, mit dem, was wir halt umgehen. Also es ist anders, eben weil man mit den anderen Klassen viel mehr Kontakt hat, weil in der Unterstufe doch eigentlich viel mehr Schüler sind. Und zum Beispiel halt bei Turnen oder bei Französisch und Latein hat man mehr Kontakt. Und das finde ich eigentlich sogar recht cool, weil die Gemeinschaft einfach besser ist. Und ich glaube, es wird noch ein bisschen eine Herausforderung, die 2-, 3- und dann auch 4-stündigen Schularbeiten. Ich würde schon sagen, dass es in einer gewissen Art und Weise anders ist, weil es einfach viel intensiver ist. Die Lehrer verlangen einfach, dass man viel selbstständiger wird und sich selbst organisieren muss. Und außerdem wird man sich selber auch so ein bisschen bewusst, dass die Zeit sehr, sehr schnell vorbeigeht und man dann doch, also dass die Matura dann doch schneller kommt als eigentlich gedacht. Und man wird sich dem einfach bewusst und es ist einfach generell viel intensiver. Ja, definitiv. Es ist auf jeden Fall sehr viel freier und sehr viel individueller gestaltet als in der Unterstufe. Hat wahrscheinlich aber auch damit zu tun, dass wir generell als Menschen gewachsen sind. Ja, in der Unterstufe war eigentlich alles leichter, weil die Lehrer dir eben alles gegeben haben und die Lehrer sind dir sozusagen nachgerannt und du musst eigentlich nichts selber machen, also schon Aufgaben und so, aber man ist halt entspannter und in der Oberstufe wird man halt verantwortlicher, man braucht mehr Selbstvertrauen, keine Ahnung. Für mich nicht wirklich. Ich habe mich gut darauf vorbereitet, das Selbstständige Lernen hat man gut erarbeitet in der Unterstufe und jetzt tue ich mir relativ leicht. Ich finde, es ist eine super Grundausbildung. Man kann sich super auf die Matura auch vorbereiten, wie schon gesagt. Und ja, es ist eine tolle Grundausbildung und man kann nachher auch alles Weitere machen. Man hat ein neues Fach, das ist Latein oder Französisch. Das ist eine Herausforderung. Aber man kennt die Lehrer und die Schüler schon länger. Ja, es ist definitiv anders, weil ich finde, ich persönlich habe einen extremen Unterschied gemerkt, wie ich in die 5. Klasse gekommen bin. Weil auf einmal war man irgendwie Teil von so einer großen Familie und alle waren so lieb zu einem und auch mit den höheren Klassen hat man noch so eine Verbindung aufgebaut und auch außerschulisch dann begonnen Dinge zu unternehmen und in der Unterstufe war das irgendwie nicht so stark, weil auch viel mehr Klassen waren wahrscheinlich und man hat auch gemerkt, wie in der Oberstufe auch unsere Klasse viel mehr zusammengewachsen ist und das ist schon ein Unterschied. Ich habe mir nie schwer getan in der Schule, aber es wird schon viel von dir gefordert, vor allem, weil man halt auf die Matura vorbereitet wird und ich finde es toll, dass man eben tiefer in die Materie eingeht und Themen besser aufarbeitet. Ja, weil die Arbeit natürlich intensiver dahingehend ist, auf die Matura vorbereitet zu werden, sich aber auch mit mehr wissenschaftlicheren Themen auseinanderzusetzen, natürlich auch im Zuge der VWA, wo man natürlich in der 7. Klasse schon beginnt mit der Themenfindung, mit den Themen zu arbeiten und natürlich auch sich auf verschiedene wissenschaftliche Methoden einzulassen. Es ist auf jeden Fall anders. Zum einen sind die Schularbeiten und die Tests natürlich länger, was aber meiner Meinung nach eher ein Vorteil ist, da man für nicht viel mehr Stoff viel mehr Zeit hat und dadurch weniger Stress. Und außerdem sind natürlich die Wahlpflichtfächer dazugekommen und auch die Turnmodule. Welche Herausforderungen musstest du meistern, als du in die Oberstufe gekommen bist? Die Herausforderungen sind die Sprache, die man in der 5. Klasse dazu bekommt und die Wahlpflichtfächer in der 6., 7., 8. Ich habe mir nie schwer getan, aber es war so, dass man bei den Tests nicht nur eine Sache wiedergeben hat müssen, sondern man hat Vergleiche ziehen müssen, etwas interpretieren und das war für mich am Anfang schon schwer. Corona war die größte Herausforderung mit dem Distance Learning, dass wir die Lehrer nicht mehr gesehen haben, dass wir uns alles selbst beibringen mussten, aber eigentlich haben wir das alle sehr gut geschafft. Ja, ich würde schon sagen, eben, dass man einfach die Zeitanteilung mal überdenken muss, weil einfach mehr dazukommt und vielleicht auch auf andere Sachen einfach verzichten muss, eventuell, wenn einfach mehr zum Tun ist und sich das dann einfach besser einteilt. Es hat ein neues Hauptfach gegeben und das war natürlich dann ganz anders. Es war auch noch eine neue Sprache natürlich und dann mit den Modulen war jetzt in der 6. auch ein bisschen eine Umstellung.
dass vielleicht zwischendurch einfach einmal sehr viel zu tun ist und dass man viele Sachen gleichzeitig machen muss. Jetzt gerade in der 8. zum Beispiel auch die VWA, die man neben Schulalltag auch noch machen muss. Aber es ist alles nicht so schlimm.